Hallihallo und willkommen zum heutigen Video. Heute wird es ein Plaudervideo sein, denn ich habe mir überlegt, es wäre ganz nett, wieder so ein kurzes Update zu meinem Leben zu filmen. Und da gab es tatsächlich eine recht große Veränderung und das ist, worüber ich heute gerne sprechen möchte. Ich bin vegan geworden und möchte einfach ein paar Gedanken zu dieser Entscheidung erzählen. Ich möchte euch einfach sagen, warum und wie es mir dabei geht und was sich inzwischen durch diese Entscheidung auch in meinem Leben verändert hat und verändern wird. Die von euch, die mir auf Instagram folgen, haben das wahrscheinlich sowieso schon gemerkt, denn ich poste sehr oft mein Essen und sehr oft schreibe ich auch dazu das Rezept. Und manchmal habe ich auch irgendwelche Produkte gepostet, die tierversuchsfrei sind oder überhaupt vegan. Ja, ich bin hier auf alle Fälle nicht, um euch meinen Lebensstil aufzuzwingen. Ich möchte einfach nur darüber erzählen aus meiner Sicht. Wenn sich jemand inspiriert, wundervoll. Wenn nicht, ich bin hier nicht, um euch zu sagen, wie ihr zu leben habt. Und was ich auch nicht tun möchte, ist, über irgendwelche Zahlen oder Fakten zu sprechen oder überhaupt einen Vortrag zum Thema Veganismus zu halten, denn dazu fühle ich mich überhaupt nicht kompetent. Es gibt so viel, dass ich noch lernen muss. Und ich finde, da gibt es schon Leute, die da mehr Erfahrung haben. Und deshalb werde ich euch einfach am besten in der Info einige Videos verlinken, einige Blogs und überhaupt so Webseiten, die für mich irgendwie hilfreich sind und waren. Und ich habe inzwischen auch schon sehr viel punkto vegane Taschen und Schuhe gegoogelt und Kosmetik. All das, was ich bisher gefunden habe, werde ich unten auch verlinken und ich werde das auch mit der Zeit immer updaten. Und an dieser Stelle würde ich euch auch gerne bitten, falls ihr vegan lebt oder falls ihr irgendwie irgendwelche guten Marken kennt, die vegan sind, ihr könnt sehr gerne die Links zu deren Webseiten in die Kommentare posten und ich würde das dann immer mit der Info vergleichen und falls es da was Neues geben wird, dann würde ich auch die Info unten aktualisieren. Tja, und nach diesem netten Prolog fange ich jetzt am besten gleich an, damit das Video nicht zu lang wird. Ich würde gerne zuerst ein paar Jahre zurückgehen und zwar zu einer Zeit, in der ich mich rein vegetarisch ernährt habe. Ich war damals sehr zufrieden mit meiner Ernährungsweise, aber es war leider Gottes auch eine Zeit, in der es ein paar Dinge gab in meinem Leben, über die ich keine Kontrolle hatte und die mich sehr stark psychisch belastet haben und zu der Zeit war mein Stresslevel auch enorm und das hat logischerweise dann irgendwann Spuren auf meinem Körper hinterlassen, aber ich habe das einfach irgendwie falsch gelesen oder irgendwie falsch interpretiert und ich habe mir damals einfach eingebildet, das könnte durch die Ernährung bedingt sein. Ich hatte Symptome sowie Migränenanfälle, Haarausfall, brüchige Nägel, Panikattacken, gereizter Darm und solche Dinge. Und das sind eigentlich logischerweise normalerweise die klassischen Symptome für einen zu hohen Stress. Aber wie gesagt, ich habe es damals einfach so interpretiert und habe das für mich irgendwie so begründet und fing an, wieder Fisch zu essen und habe dann langsam immer mehr tierische Produkte in meine Ernährung gehabt und circa nach einem Jahr habe ich dann einfach gemerkt, ich glaube nicht, dass es der Grund war, weil der Haarausfall wurde eigentlich noch schlimmer. Also wäre der jetzt durch die Ernährung bedingt, dann glaube ich, nach einem Jahr wäre der schon besser geworden. Es gab auch Blutwerte, die ich vergleichen konnte zwischen den zwei Zeiten. Und zwar, als ich mich vegetarisch ernährt habe, habe ich dann auch regelmäßig mein Blut checken lassen und die Blutwerte waren eigentlich ausgezeichnet. Sogar mein Eisenlevel war super hoch, also mir hat genau gar nichts gefehlt. Also das war eigentlich schon an sich ein Zeichen dafür, dass es nicht ernährungsbedingt sein kann. Und dann habe ich Blutwerte irgendwann machen lassen, also circa ein Jahr nachdem ich dann alles wieder gegessen habe und die waren okay, aber sie waren nicht so toll wie die Blutwerte vorher. Also eigentlich die logische Folge wäre gewesen, dann wieder zumindest vegetarisch zu essen. Nur, ich glaube, ich habe unterbewusst für mich irgendwie einen Weg gesucht, zumindest einen Aspekt meines Lebens zu kontrollieren und deshalb habe ich da einfach weiter Fleisch und Fisch gegessen, was natürlich jetzt keine Entschuldigung sein soll, aber ich versuche einfach zu verstehen, warum habe ich einfach nicht gesagt, okay, es kann nicht die Ernährung sein, dann werde ich wieder Vegetarier. Also weil ich das selber aus heutiger Sicht auch nicht wirklich verstehe. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich unterbewusst genau das, dass einfach es gab Dinge, die ich nicht wirklich kontrollieren konnte. Und das war ein Ding, wo ich das in die Hand nehmen konnte und konnte sagen, nein, und ich mache das jetzt so. Vielleicht war das unterbewusst so. Aber ja, ich kann es natürlich nicht mehr ändern. Ich habe dann circa insgesamt 1,5 Jahre wieder Fleisch gegessen und Fisch
und habe dann aber gegen Ende wieder angefangen, mehr und mehr Richtung vegetarisch zu gehen. Und ich würde sagen, so heuer am Anfang des Jahres, als ich für euch meine Essensfavoriten abgefilmt habe, habe ich dann schon angefangen, darüber nachzudenken, ist das eigentlich die Ernährungsweise, die du haben möchtest? War aber dann auch irgendwo schon sehr faul und bequem geworden, weil natürlich, wenn man sich so ernährt, dass man halt gerade das kauft, worauf man Lust hat, ohne nachzudenken, was für einen Einfluss hat das auf den Planet oder auf meine Gesundheit und so weiter hin, dann braucht man einfach nicht so viel nachdenken. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin einfach faul geworden und habe das nicht irgendwie weiterverfolgt, bis ich dann in den Niederlanden war. Und dann habe ich für euch ein Food Diary gefilmt und da habe ich selber gemerkt, ich glaube, da wäre vielleicht doch gut, etwas zu ändern. Und dann gab es hier die liebe Susi, der ich eigentlich gerne dafür danken möchte, die mir so ganz direkt die Frage gestellt hat, ob ich nicht die vegetarische Ernährung vermisse. Und ich habe vor mir meine Antwort und ich habe ihr gesagt, ich vermisse die rein vegetarische Ernährung gar nicht. Ich esse im Prinzip zu 70% wie früher. Nur einmal pro Woche gibt es Fleisch und einmal Fisch und das geht mir vor allem gesundheitlich viel besser. Ja, man kann sich auch selbst belügen. Auf Reisen esse ich natürlich auch ein wenig anders, das stimmt, da man oft nicht so eine Auswahl hat wie zu Hause. Und als ich dieses Kommentar gepostet habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich kompletter Bullshit, was ich da schreibe. Also, liebe Susi, ich möchte dir wirklich von Herzen für deinen Kommentar danken, weil es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich habe einfach zu schnell geantwortet, aber wenn ich dann immer mehr und mehr darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich, das ist nicht, wie ich weiterleben möchte. Ich war schon einmal zumindest vegetarisch. Ich sollte dem Ganzen wieder eine Chance geben und schauen einfach, wie ich dann weiterkomme. Und ich fing an, mich einfach immer mehr und mehr zu informieren. Und in meinem Freundeskreis gibt es einige tolle Veganer, die ich wahnsinnig gerne habe. Und zwar ist das der Harry, die Niki, die Nina, die Julia, die Christine und die Uli. Und die haben mich schon immer inspiriert, aber sie haben mich dann auch immer irgendwie mehr und mehr motiviert. Und ich fing auch an, auf YouTube verschiedene Videos zu suchen und einfach auch YouTubers anzugucken, die die Entscheidung getroffen haben, vegan zu werden. Zum Beispiel Carly Bible. Und ich habe mir auch die Freely the Banana Girl angeschaut, die eigentlich für sehr viel Stress sorgt manchmal, denn sie hat schon so eine eigene Art. Aber egal, ob man sie mag oder nicht, wenn man sich mit dem Thema Veganismus befasst oder wenn man sich dafür interessiert, man kommt an ihr sehr schwer vorbei. Und auch wenn sie manche Dinge tut, wo ich der Meinung bin, das geht zu weit, gibt es natürlich auch einige Fakten, die sie auf den Tisch bringt und einige Dinge, wo ich mir denke, die Frau hat tatsächlich einen Unterschied bewirkt. Bei manchen Leuten hat sie sogar eben den Schritt zum Veganismus bewirkt und das finde ich ist sehr toll. Und auch wenn ich teilweise der Meinung war, dass sie einfach zu harsch ist, einfach, dass sie manchmal zu weit geht, habe ich irgendwie immer mehr und mehr gemerkt, dass sie mir mit ihren Videos einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben hat, dass ich dann wirklich meinen Lebensstil und meine Entscheidungen aus einem kritischen Winkel betrachtet habe und ich habe einfach versucht, so von mir selbst einen Schritt zurückzunehmen und einfach zu überlegen, okay, warum ist dir das so wichtig, dass du jetzt tierische Produkte isst? Warum kannst du nicht diesen Schritt machen? Guck dir mal, was für, also halt was für ein Impact, jetzt rede ich auf Englisch, was für eine Auswirkung Landwirtschaft haben kann oder hat eigentlich. Und schau dir einfach die Alternativen an. Und ich glaube, dass der größte Grund oder der größte Schritt für mich war, eigentlich, wenn ich dann irgendwann anfing nachzudenken im Stil von, ich werde nichts aufgeben, sondern ich werde einfach durch die Umstellung auf vegan eher etwas dazugewinnen, weil ich einfach neue Dinge entdecke und ich bereichere mein Leben wieder durch Sachen, die ich nicht gekannt habe, durch Essen, das ich bisher nicht gegessen habe. Also ich habe dann versucht, eher die positive Seite von so einer Veränderung zu sehen, einfach nicht nachzudenken, was muss ich jetzt alles aufgeben, sondern ich habe einfach versucht nachzudenken, welche Türen öffnet mir diese Entscheidung, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt vegan leben, was bringt das mit sich?
und habe dann eigentlich immer mehr und mehr erkannt, dass es eigentlich für mich total viele positive Aspekte bringt. Und weil ich mich dann auch inzwischen damit befasst habe, okay, was kann ich essen, wo kann ich einkaufen, was gibt es eigentlich als Alternativen? Ich habe einfach gesehen, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, denn die Welt hat sich in diesem Sinne extrem verändert in den letzten Jahren. Und da habe ich mir einfach gedacht, eigentlich habe ich keinen Grund mehr, nicht diesen Schritt zu machen. Als ich zu diesem Punkt gekommen bin, habe ich mich zuerst einfach nur mit der Ernährung befasst. Also ich habe angefangen, neue Rezepte zu suchen, habe angefangen, neue Produkte zu kaufen und daher kam auch der ganze Spam auf Instagram. Und ich war einfach so begeistert von Tag 1 und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir denke, warum habe ich nicht schon früher angefangen, so zu essen? Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas abgeht. Und falls ihr ein bisschen Inspiration sucht, neben den Blogs, die ich euch unten verlinke, könnt ihr auch gerne mein Instagram anschauen. Also meistens bei den Speisen, die ich irgendwie fotografiert habe, steht auch gleich, wie ich es gekocht habe. Protein hole ich mir meistens entweder von Tofu oder von Hülsenfrüchten. Ich glaube, Brokkoli hat auch recht viel Protein und ansonsten ernähre ich mich jetzt auch nicht so viel anders wie früher, nur halt werden die ganzen tierischen Produkte weggelassen und ich bin jemand, der eine sehr starke Laktoseintoleranz hat. Also ich muss auch sagen, nachher denke ich mir, warum habe ich mich überhaupt mit manchen Milchprodukten geplagt, wenn ich wusste, dass es mir nicht immer gut tut. Also für mich gibt es jetzt, ja, es gibt einfach keine tierischen Produkte mehr in meiner Ernährung. Also ich trinke zum Beispiel Kokosdrink, Reisdrink, Haferdrink, Sojadrink statt Milch. Und ich muss sagen, die einzige Sache, die ich nicht so lecker finde, ist mein Vanillatee mit halt einer pflanzlichen Alternative zu Milch. Denn ich habe früher immer den Vanillatee von Twinings getrunken und habe mir da laktosefreie Milch reingetan und das hat seinen bestimmten Geschmack gehabt. Aber ich bin mir sicher, wenn ich da einfach verschiedene Drinks ausprobiere, ich werde sicher etwas finden, was auch so gut schmeckt. Wenn ich meinen Earl Grey trinke, das ist eigentlich mein absolut liebster Tee, da ist es mir eigentlich mittlerweile wurscht, was ich da rein tue, ob das jetzt ein Sojatrink ist oder Kokos oder Reis oder Mandeltrink. Der hat schon so ein nettes Aroma, dass es wirklich wurscht ist, was ich da dazu mische. Ich mag das einfach gern mit so einem hellen Getränk irgendwie verdünnen. Das ist einfach so eine Gewohnheit. Und was ich nicht so gerne esse, sind Sachen, die zwar vegan sind, aber die irgendwie sehr stark an Wurst erinnern oder überhaupt so tierische Produkte. Da bin ich der Meinung, okay, wenn man das haben möchte und es ist vegan, ja mein Gott, soll jeder essen, was er will. Aber ich denke mir, das brauche ich irgendwie nicht. Ab und zu, ja, aber ich habe ja auch in der Zeit, in der ich Fleisch gegessen habe, nie gerne solche Sachen wie Käsekreiner gehabt. Das heißt, ich werde auch nicht die vegane Alternative für mich aufsuchen. Aber ich glaube, da muss jeder einfach für sich schauen, was für ihn oder für sie am besten funktioniert. Ja, also ich hole mir Inspiration fürs Essen meistens auf Instagram, auf YouTube und bei Blogs. Manchmal denke ich mir einfach selber gern was aus und was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich mir auch gleich so eine Lunchbox fürs Büro mache. Das Büro ist zwar nicht sehr weit von unserem Zuhause entfernt, aber ich will dann auch nicht jedes Mal nach Hause laufen müssen oder ich möchte nicht jedes Mal einfach nur einen Salat zu Mittag essen. Und dadurch bin ich da etwas organisierter geworden. Also in der Früh, wenn ich mir mein Frühstück mache, dann schaue ich, dass ich einfach irgendwas auch schon zum Mittag vorbereite. Ich gebe das einfach in eine Tupperware oder in ein Glas und nehme das dann ganz einfach ins Büro mit. Wenn es zum Aufwärmen ist, dann wärme ich es einfach in der Mikro auf und ansonsten gebe ich es einfach in den Kühlschrank. Also das fand ich eigentlich extrem leicht, was Essen betrifft. Also wie gesagt, nachhinein denke ich mir dann, wow, das war eigentlich super leicht, warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Aber ich glaube, solche Momente haben wir alle im Leben schon mal erlebt, dass man sich nachhinein denkt, warum habe ich das denn anders gemacht? Also ja, wir sind alle Menschen. Ne? Was so Schuhe und Handtaschen betrifft, da habe ich echt recht viel gefunden. Also alles, was ich bis jetzt gefunden habe, ist wieder in der Info unten. Es gibt einige tolle Marken und ich muss sagen, es war auch sehr spannend für mich nachzulesen, aus welchen Materialien die Schuhe erzeugt worden sind. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Es ist leider oft
nicht gerade günstig, aber auf der anderen Seite, die Schuhe und die Taschen sind dann auch nachhaltig produziert worden und ich finde, das hat auch einen sehr hohen Wert. Ja, also da kann man schon recht viel finden. Wo ich glaube, dass es manchmal ein bisschen schwieriger sein kann, ist die Kosmetikbranche. Und zwar nicht aus dem Grund, dass es nicht genügend Angebot gäbe an Marken, die tierversuchsfrei sind. Ich sehe da eher ein Problem darin, dass viele von den Marken, die eben tierversuchsfrei sind, zu Konzernen gehören, von denen wir leider wissen, dass sie für andere Marken an Tieren testen. Und ich glaube, da muss jeder einfach für sich entscheiden, auf welcher Seite möchte ich sein? Möchte ich einfach hergehen und sagen, na gut, ich kaufe von diesem Konzern nur die Marken, die tierversuchsfrei sind und setze somit auch ein Signal, dass sie nur sowas produzieren sollen und erhöhe somit auch die Umsätze an diesen Marken und motiviere vielleicht sogar das Konzern dazu, dass sie irgendwann nur tierversuchsfrei sind. Oder dass man einfach in die Richtung geht und sagt einfach, okay, selbst wenn die Marke tierversuchsfrei ist, ich weiß, zu welchem Konzern sie gehört und ich weiß, dass dieses Konzern Tierversuche macht, von der kaufe ich einfach nichts mehr, weil ich das Konzern damit nicht unterstützen möchte. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich neige eher zu der zweiten Variante, dass ich einfach sage, na gut, ich lese jetzt sehr viel nach und ich versuche einfach so viel Information wie möglich zu sammeln. Und wenn ich dann merke, auch die Marken, von denen ich dachte, die sind ethisch, sind nicht so super rein, dann werde ich die Marken einfach nicht mehr kaufen und werde einfach eine Alternative suchen. Ich glaube, es ist immer am besten, sich einfach so viel wie möglich zu informieren. Und zum Glück leben wir in einem Zeitalter, wo es eigentlich recht leicht sein kann. Es gibt sehr viele Blogs, es gibt sehr viele Social Networks, und es gibt viele Plattformen, wo man Informationen finden kann. Und vielleicht habt ihr sogar in eurem Umkreis irgendwelche Bekannten oder Freunde, die schon länger vegan sind. Da kann man auch gerne um Rat bitten. Das mache ich ab und zu. Also ich frage sehr oft meine veganen Freundinnen nach ihrer Meinung oder nach einem Rat oder nach einer Empfehlung und das hilft unheimlich viel. Kommen wir jetzt zu einem Aspekt, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es dazu sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist ein Aspekt, der wahrscheinlich stark polarisiert. Aber ich glaube auch, dass es ein Aspekt ist, der so ziemlich jeden betrifft, der irgendwann diesen Schritt machen möchte oder gemacht hat, vegan zu werden. Ich glaube, die wenigsten, die Veganer geworden sind, waren Veganer seit der Geburt an. Also in den meisten Fällen gab es früher Fleisch am Teller und viele von heutigen Veganern haben auch irgendwann vielleicht Leder getragen und Kosmetik benutzt, die nicht hundertprozentig tierversuchsfrei ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt eigentlich mit dem ganzen Zeug? Also ich werde jetzt nicht lügen, ich habe zu Hause sehr viele Lederschuhe, die ich mir in der Vergangenheit gekauft habe. Ich habe auch eine Lederjacke und die Kosmetik, die ich besitze, kennt ihr aus den Videos. Also da sind schon Marken dabei, die entweder irgendwann getestet haben oder die zu einem Konzern gehören, das eben an Tieren testet. Also ich bin da überhaupt nicht schuldfrei. Und möchte jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt perfekt bin, weil ich beschlossen habe, Veganer zu werden, um Gottes Willen. Nein, ich habe noch viel zu lernen und viel zu ändern und ich habe noch einen ziemlich langen Weg vor mir, aber ich bin da einfach irgendwann gesessen und habe mir gedacht, okay, soll ich das Ganze jetzt ersetzen, weil das wäre eigentlich auch sehr viel Geld. Soll ich die Dinge wegwerfen, spenden, verkaufen? Was soll ich mit dem ganzen Zeug jetzt tun? Und um diese Frage zu beantworten, bin ich einfach auf Facebook gegangen und habe meine vegane Freunde gefragt. Das sind alles Leute, die sehr aktiv sind und sich sehr für Veganismus einsetzen. Und ich habe einfach um einen Rat gebeten, weil ich nicht wusste, wie ich mit dem Ganzen umgehen kann. Und die Antwort war eigentlich überall gleich. Die haben alle gesagt, schau, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Du hast irgendwann entschieden, diese Ledertasche zu kaufen oder diesen Lederschuh zu kaufen. Oder diese Make-up-Palette, wenn du das jetzt auf Müll wirfst, dann gibt es nur mehr Müll, aber es hilft ja keinem mehr. Du kannst es nicht mehr verändern. Du kannst einfach nur mehr nach vorschauen und in der Zukunft die richtige Entscheidung treffen. Das heißt aber nicht, dass du jetzt nicht vegan bist, nur weil die Dinge irgendwann gekauft worden sind. Du hast irgendwann einen Punkt erreicht, wo du den Switch im Kopf gemacht hast und so gehst du nach vor. Es gibt Leute, die dann sagen, nein, du bist dann nicht vegan, wenn du einen Lederschuh zu Hause hast. Ich möchte für keinen jetzt sagen, was er denken muss. Ich denke, dass wenn ich mit der Absicht lebe, nur mehr
vegane Produkte zu kaufen und tierversuchsfreie Kosmetik zu kaufen, wenn ich mich wirklich hundertprozentig nur pflanzlich ernähre, dann bin ich vegan. So sehe ich das. Und deshalb habe ich einfach gedacht, na gut, ich werde jetzt einfach meine ganzen Schuhe und Taschen durchgehen. Einige Sachen werde ich spenden, manche werde ich vielleicht sogar verkaufen, manche behalte ich und trage sie einfach so lange, bis sie auseinanderfallen. Und was die Kosmetik betrifft, da bin ich einfach sehr fleißig am Aufbrauchen und ich bin aber inzwischen auch sehr fleißig auf der Suche nach veganen Produkten. Also ich versuche überall dort, wo es möglich ist, einfach nur mehr vegane Produkte zu verwenden oder Marken, die einfach gar nicht an Tieren testen. Das heißt, ich würde mir einfach einige Marken in der Zukunft überhaupt nicht mehr kaufen und so gehe ich persönlich einfach mit dem Ganzen um. Bei einigen Produkten, die wir zu Hause haben, ist die Umstellung nicht einmal notwendig, denn wir haben schon sehr viele Produkte zu Hause, die wir immer wieder nachkaufen, die sogar vegan sind. Und dort, wo es nicht der Fall ist, suchen wir fleißig und ich teste einige Alternativen und probiere mich da aus und versuche einfach für mich dann ein neues Lieblingsprodukt zu finden. Wenn ich dann irgendwann eine gute Menge an solchen Produkten habe, kann ich euch irrsinnig gerne so ein Video dazu filmen, falls es euch interessiert. Und da gibt es noch eine Sache, die euch wahrscheinlich interessieren wird, und zwar, ob mein Mann und mein Sohn jetzt auch vegan sind. Leider nein, aber ich hoffe, dass ich sie irgendwie dazu motivieren kann. Ich zwinge sie nicht, aber ich versuche sie einfach dazu zu bringen, dass sie sich mehr informieren, dass sie sich vielleicht einige Dokus anschauen und hoffe, dass sie auch irgendwann diesen Schritt machen. Ich bin mir 100% sicher, dass wenn ich jetzt aufhöre zu reden und wenn ich das Video jetzt editiere und hochlade, dass mir dann noch 100.000 Sachen einfallen, die ich hätte sagen können und dass mir vielleicht einfällt, dass ich etwas anders hätte sagen können. Ich bin bei solchen Videos manchmal sehr vorsichtig, wie ich mich ausdrücke und manchmal nehme ich die Teile öfters auf, weil ich jetzt keinem auf die Zehen steigen will und ich möchte nicht irgendwie etwas sagen, was man zweideutig verstehen kann, was vielleicht auch jemanden verletzen könnte. Also ich hoffe, dass ich es nicht getan habe. Und ich glaube, ich höre einfach an dieser Stelle auf, falls euch dieses Thema mehr interessiert und ihr wollt vielleicht auch Update dazu, was sich so in meinem Leben punkto Veganismus verändert hat. Falls ihr vielleicht eine Food Diary haben wollt, schreibt mir das einfach in die Kommentare, mache ich sehr gerne, aber ich will euch damit einfach nicht ständig zuspammen, weil das tue ich ja schon am Instagram. Ja, aber falls es für euch interessant ist, bitte lasst mich das wissen, weil dann würde ich das auch tun in der Zukunft. Und falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt die gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ja schon öfters im Video gesagt, dass ihr eingeladen seid, irgendwelche Tipps punkto Veganismus in die Kommentare zu posten. Also das möchte ich auch noch einmal wiederholen, weil was ich halt so toll finde an so einer Community, wie wir hier haben, ist, dass wir voneinander sehr viel erfahren und lernen können. Und das ist einfach wirklich eine Sache, die ich extrem am YouTube schätze. Ja, was ich vielleicht noch gerne erwähnen würde, ist, dass mich wahnsinnig freut, wie viele vegane Lebensmittelmarken es mittlerweile gibt und wie einfach das ist, einfach vegane Alternativen zu finden. Und eine Sache, die mit Sommer verbunden ist, ist das Eis. Ich habe durch meine Laktoseintoleranz sehr oft Probleme gehabt, wenn ich irgendwo ein Eis gegessen habe und somit habe ich selten Eis gegessen, obwohl ich eigentlich Eis ganz gern mag. Aber mit diesem Schritt esse ich ganz einfach nur veganes Eis und es ist so einfach und es schmeckt so gut. Und ich habe da einige vegane Eissorten gefunden, wo ich mir denke so, wow, und eine Explosion von Freude und Geschmack und ja, also einfach einmalig. Und Jack und Josh essen eigentlich jetzt auch das vegane Eis zu Hause. Und ich wollte auch noch sagen, dass ich eigentlich jetzt nur mehr vegan koche. Das heißt, wenn mein Mann und mein Sohn jetzt irgendwas haben wollen mit tierischen Produkten, ich greife das nicht mehr an. Sie müssen sich das selber zubereiten. Also so weit bin ich schon gegangen. Und was mich sehr freut ist, dass viele von den Dingen, die ich koche, sie sogar so gern haben, dass sie öfters fragen, ob ich sie wieder machen könnte. Also ja, mal schauen, wo sie dann in einem Jahr sind. Und ich glaube, ich werde jetzt dann wirklich aufhören und werde mich ganz einfach verabschieden. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie lang dieses Video geworden ist, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und dass es für euch vielleicht irgendwie interessant war.
Und falls es dem so war, dreimal dürft's raten, würde mich ein Däumchen hoch freuen. Es würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Da gibt es oberhalb von mir einen Button dazu und dann auch nochmals in der Info unter dem Video einen Direktlink. Ich habe euch unten auch neben all den Dingen, die ich versprochen habe zu verlinken, meinen Instagram, mein Facebook und meinen Twitter-Account verlinkt. Also vielleicht sehen wir uns auch dort. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder, mit euch die Zeit zu verbringen und freue mich auf das nächste Video mit euch. Und somit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.